Hallo Leute, die Sonne scheint, der Frühling ist da, es ist jetzt Zeit, die Sonne zu genießen. Für alle, die nicht das notwendige Kleingeld haben für einen Kurztrip nach Malle, ist der Sky Beach genau das Richtige. Wenn gutes Wetter ist, ist hier ziemlich angenehm, Musik ist gut und ist einfach relax. Ja, ist einfach cool, so auf den Dächern von Stuttgart einfach chillen, keine Ahnung, Sonne genießen. Ist chillig halt, also gemütlichen Bierle trinken und ja, Sonne genießen. Weil hier ist so ein positives Gefühl in der Luft, wegen dem Strandfeeling und so. Ja, und einfach, ich finde den Sand irgendwie, das macht es auch einfach chilliger hier und die Betten sind auch gemütlich, wenn man mit ein paar Freunden hier ist und einfach mal relaxed. Apropos Betten, wie sieht denn das eigentlich mit Jungs hier? Habt ihr schon mal richtig gut flirten können? Nicht so wirklich, also es gibt durchaus schon gut aussehende Typen, aber noch nie sowas entstanden. Ja, also die kommen jetzt nicht so her oder sprechen einen an, also ist eher nicht so hier. Du arbeitest in einer Bar, es hat ein Strandfeeling. Ist es was Besonderes, als wenn man woanders arbeiten würde? Ja, also ich finde auf jeden Fall schon, weil es einfach so, selbst beim Arbeiten, man hat glaube ich den schönsten Arbeitsplatz in ganz Stuttgart, so von der Aussicht her und sowas. Und tolle Leute eigentlich immer hier und es macht Spaß. Also für meine jungen Zuschauer ist es ja nach 18 Uhr nicht mehr erlaubt. Warum ist das denn so? Ganz einfach aus Jugendschutzgründen, weil wir eben auch Shishas anbieten im Sommer und eben die harten Alkoholika. Da haben wir einfach gesagt, wir machen ab 18 Uhr ab 18 Jahren, weil auch in der Regel das Publikum abends eben bei uns älter ist. Und es macht uns natürlich das auch ein bisschen einfacher, dass wir keine Ausweiskontrollen mehr machen müssen in der Bar, wenn jemand einen Cocktail bestellt oder so. Das ist scheiße. Warum? Ja, weil 18 Uhr, das ist ja, also, ja, da geht's erst richtig los. Muss ich ehrlich sagen, finde ich ganz okay, weil, ja, die verhalten sich auch nicht immer so dem Alter entsprechend und ja, das kann dann teilweise mal nervig sein, aber ich würde es nicht pauschalisieren. 18 Uhr, das ist, ja, ich finde irgendwie, dass es eigentlich gar nicht ab 18 sein sollte, weil, was ist denn hier ab 18, weil das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, das ist blöd. Ich bin 17 und ich würde hier schon trotzdem noch gern bleiben. Ja. Also liebe Leute, das war ein entspannter Nachmittag im Sky Beach. Man kann ja was trinken, essen, selbst Shisha rauchen. Das einzigste Negative ist, dass Gäste unter 18 Jahren nach 18 Uhr keinen Eintritt mehr haben. Aber alles in allem ist es eigentlich sehr schön hier und ein chilliger Ort. Und das Flirtpotenzial ist auch sehr hoch. Das war Jessie Berardo für StudioTV News.